Herzlich willkommen nach den letzten zwei sehr erfolgreichen Parts. Sind wir heute wieder hier in Pokémon Leuchtende Perle und gucken mal, wo wir hin müssen. Ich meine, irgendjemand hat irgendwie was von Bibliothek erzählt. Ja. Meine Freunde der Bücherwürmer, wir sind hier noch unterwegs und gucken uns erstmal so ein bisschen in dieser City hier um. Wir haben letztes Mal die Arena gemacht. Die 6. von 8. Krass, oder? 6 von 8 Arenen. Ich glaube, so lange geht das Game nicht mehr. Ich werde mal ein Seemann, genau wie Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre aber auch echt cool. Unser Junge hat einfach zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Das wünschen sich, glaube ich, alle Eltern. Komm, Fabse. Nein, du sollst dich nicht hinsetzen. Fabs ist tiefenentspannt, das freut mich. Gut, gucken wir mal. Guten Tag, dies ist die Bibliothek von Fleetburg. Sei mal bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Oh ja, Bibliotheken sind aber ganz, also... Wenn man da irgendwie einmal sich räuspert, wird man gefühlt erhängt vom Bibliothekar. Die deckenhohen Regale sind vollgestopft mit Büchern. Ich bin nicht blind. Aber wen sollte ich hier nochmal treffen? Cynthia oder den anderen Dude, meinen Rivalen? Bist du ein Trainer? Nein. Bei den Büchern sind in der zweiten Etage handelt es sich um einfache Kosten. Die Bücher sind hier dafür deutlich komplizierter. Okay. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist innerhalb der Bibliothek untersagt. Sollte man dieses doch machen, wird man gehängt. Hey Dodo, hier geht's lang! Bonk, bonk, bonk. Oi! Also gut, Opi. Ich habe Dodo hergebracht, wie versprochen. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Was los? Und stell mich 2 Schritte weiter nach hinten. Punkt, 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 Punkt. Okay, ich verstehe schon. Gut, endlich sind alle hier. Dann schenken wir bitte eure wertvolle Aufmerksamkeit. Womöglich habt ihr es längst wieder vergessen, aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte, erforsche ich die Entwickler von Pokémon. Okay, mir noch eins geschenkt. Doch je länger ich forsche, desto mehr Fragen und Rätsel bekomme ich. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Du musst einmal auf Pokewiki lesen, dann bist du schlauer. Was unterscheidet sie voneinander? Entwickeln sich jene, die als Lebewesen nicht ausgereift sind, zu ihren vollständigen Formen? Ja, er ist einfach Philosoph geworden. Was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich bekanntlich nicht entwickeln? Müssen wir annehmen, dass diese quasi vollkommen sind? Ja, genau hier kommt ihr ins Spiel. Ich hätte da nämlich eine Bitte an euch. An jedem der 3 Seen von Sinnoh soll jeweils ein sagenumwobenes Pokémon leben. Wenn wir Daten zu diesem Pokémon sammeln könnten, würde uns das vielleicht Aufschluss über den Prozess der Entwicklung geben. Doch bei diesem Unterfangen bin ich auf die Hilfe von jedem Einzelnen von euch angewiesen. Bitte helft mir, sagenumwobene Pokémon zu finden. Wird sich einrichten lassen. Hey, Moment mal! Wieso habe ich denn kein Pokédex? Na, wer ist denn bitte schön aus dem Labor gerannt als... als ob du die ganze Zeit nur Pokédex rumkanntest. Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es mindestens genauso wichtig, Pokémon in seinen Augen zu sehen. Sie können auf mich zählen, Professor. Achso, Leute, sie redet dich die ganze Zeit. Ja, ich sollte mal darauf achten, wer redet. Das wird mir bestimmt auch bei der Vorvorstellung des Pokédex sein. Du bist doch auch mit von der Partie, oder? Nein. Dass ihr mir helfen würdet. War das in Schwenden auch so, dass ein, alle 3 Meter gesagt wurde, ja, vervollständige der Pokédex. Ich meine, da habe ich den Pokédex wirklich vervollständigt. Da es 3 Seen gibt und ihr praktischerweise zu dritt seid, solltet ihr euch aufteilen. Ich nehme den linken. Sie geht zum See der Wahrheit. Er geht zum See der Stärke. Und was kriege ich jetzt? Der See der rosa-roten Nilpferde. Ach, der Kühnheit. Okay. Da sehe ich mich. Es ist vorbei. Seid ihr auch alle unverletzt? Lasst uns nach draußen gehen und sehen, was da vor sich geht. Let's go! Und alle gehen? Nur wir bleiben ganz entspannt stehen. Um dann angeschnauzt zu werden, wir sollten uns doch bitte mal beeilen. Was gibt's hier Schönes?
Bestimmt war das wieder Team Galaktik, die sich denken, joi, wir erschaffen ein neues Universum. Wir haben Physik studiert oder so. Die beben gerade. Das hatte keinen natürlichen Ursprung. Hört mal, alle her. Etwas Schreckliches ist passiert. Am See der Kühnheit soll es zu einer gewaltigen Explosion gekommen sein. Kabumm! So in etwa. Ah, wild. Okay, dann gehen wir da allein hin. Jetzt mag ich den See der rosa-roten Gefährte doch deutlich mehr. Ja, ja, wir gucken uns da um und wir werden das alles tun und ja, let's go, See der Kühnheit. Ab nach Weideburg. Vielleicht gibt es ja wieder coole Trainerkämpfe. Das war doch hier irgendwo, oder? War das hier irgendwo? Oh ja, actually, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier sind wir schon x-tausendmal hergelaufen. Ah! Das sieht sehr seeig aus. Da ist doch der eine Dude hingelaufen. Und hat kein... Das war jetzt aber eine lange Animation. Kleinstein! Oh, nee. Aber hier waren wir schon mal. Glaube ich. Hoffe ich. Safe wieder Team Galactic, die irgendwas fabrizieren. Knirscher! Knirscher haben wir neu gelernt. Und wir haben gekrittet. Ha! Let's a go! Actually, wir hätten noch mal kurz ins Pokémon Center gehen sollen, einfach damit unsere AP aufgefüllt werden. Ah, hab ich vergessen. Sorry. See der Kühnheit. Hab ihn gefunden. Servus. Haha. Nächster Halt, See der Wahrheit. Nur in der Nähe gibt es nur ein winziges Kaff namens Zweiblattdorf. Keiner wird sich also uns entgegenstellen. Doch, ich werde mich helden. Oh, cool, Carpador. Servus. Carpador zappelt kraftlos am Mund. Haben die zufälligerweise den See ausgetrocknet? Möchtest du dich Carpador anschließen und hilflos in Matsch zappeln? Actually, nee. Die haben einfach den See ausgetrocknet. Die sind einfach die Klimaerwärmung in Person. Setzen wir mal einen Zen-Kopfstoß ein. Der macht ordentlich Damage. Bin mal gespannt, was hier noch so passiert. Neulich kam uns ja auch noch so ein weirder Typ entgegen, der sagte, ich mag dich nicht. Oder sowas ähnlich hat er gesagt. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Vorhang. Sehr effektiv. Eine Trio-Attacke. Die Bunkel wurde ausgenockt. Kampfgift. Dementsprechend ist Psycho halt sehr gut. Sehr effektiv. Rüpel von Team Galactic wurde besiegt. Rüpelin. Umwerfend. Wir sind gerade mal 12 Minuten im Part, Leute. Hey, hallo. Hallo.
Wir haben die Galact-Bombe gezündet. Ah, das habt ihr also. Ein Golbat. Die Musik geht vor. Ich mag die Musik von Team Galactic. Komm, probieren wir jetzt mal mit einer einfachen Komposition. Reicht vielleicht. Kann sein, dass es nicht reicht. Doch, reicht sogar. Golbat wurde besiegt. Ich glaube, das wird ein Part, in dem wir sehr viel Team Galactic fighten werden. Habe ich so ein Gefühl. Level 36 sogar. Tiefschlag! Ja, scheiß Brio. Komm, reicht, bitte reicht. Ja, reicht sogar. Gut. Gut. Freut mich. Und Patrick hält bald auch ein Level ab. Was ich hier nur nicht verstehe, ist klar, es ist das gegnerische Thema. Warum muss man mit so einem abgespaceden Hintergrund kämpfen? Warum hat man sich nicht die Mühe gemacht, einfach den Hintergrund hier zu nehmen, so wie er ist? Warum hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, die Carpador vielleicht etwas zu drehen? Die gucken alle in dieselbe Richtung. So als wären sie einfach wie in Mario Maker platziert worden. Wagelbunke! Cooles neues Pokémon! Komm, den klatschen wir auch. Und der hat keinen Tiefschlag drauf. Wurde besiegt. Gut. So, nächstes Mon. Puntos. Bleib einfach mal drin. Ich hätte ihn am Käfer-Pokémon. Ja, das ist das Pokémon, was ich auch erwartet habe. Und wir sind mal wieder sehr stark. Check hat's erreicht, gleich auch ein Level. Cool. Bleibe ich auch einfach mal hierbei. Ist das die Weiterentwicklung von Pulldox? In dem Kampf hat das, womit ich am meisten Schaden rausbekomme. Der Sendkopfstoß. Reicht trotzdem, auch wenn er nur effektiv war. Gut. Pokémon. Zwei Level ab sofort. Kriegt irgendjemand eine neue Attacke? Nee. Ein Rupel von Team Galactic wurde besiegt. Was machst du denn hier? Gehörst du nicht zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wachen am Eingang einzuteilen? Na, ist ja auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied. Denn jetzt brechen wir wirklich in Trittzeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Galaktikzentrale in Scheidel gebracht. Ich habe das Verlangen, in diese Höhle zu gehen. Andererseits will ich auch kurz gucken, was da hinten ist. Also, da ist nur das Carpador liegt. Da geht es nämlich hier noch weiter. Oh, Leute. Nicht mal wir haben eine Verwendung für Carpador. Okay, ich muss doch in die Höhle gehen. Habe ich mir schon gedacht. Kühnheitsgrotte. Was geht ab? Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das meiste für Team Galactic. Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das sich in Ibigenau in unsere Gebäude eingeschlichen hat. Pfah! Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Balg in die Knie zwingen lässt.
Jeder, der sich Team Galactic stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Ah ne, ich bin eigentlich hingekommen, um zu fragen, ob ich mich euch anschließen kann. Wen habe ich hier? Wie heißt der kleine Teufel mit den blauen Hörnern? Saturn! Das heißt, wir haben Jupiter, Saturn und Mars. Wir gehen für den Sternschauer. Ich weiß, das ist immer der... Gut. Reflektor. Was macht Reflektor nochmal? Blockt das komplett die Schutzschild oder vermindert das nur den Schaden? Aua. Tschüss. Und wir werden jetzt eh durch die Muschelglocke wieder geheilt. Das ist das Beste an Isaac. Dass der immer wieder geheilt wird, je mehr Schaden er macht. Bronzel haben wir doch letztes Mal auch im Arena-Kampf sehr schnell, sehr gut hops genommen. Ja, da war was. Aber der ist halt auch damn... wer ist es? Der hält halt einiges aus, der Dude. Das haben Stahl. Boah! Come on, halt an sich. Ah! Hm, was? Der spielt sogar taktisch, der Typ? Toxiquack. Unsympathisch. Der Voltwechsel geht durch. Okay, immerhin. Der Reflektor hat auch zu wirken. Gut. Gehen wir auf den Sandkopfstoß. Und das Toxiquack ist raus. Drei hat er oder wie viel? Dann dürfte ihm ja jetzt nur das Bronze übrig bleiben. Ich glaube, mit Fabsen sind wir hier einigermaßen gut aufgestellt. Und bin ich froh, dass der Wollwechsel durchgekommen ist, weil die Verwirrung hätte uns echt noch nichts zusetzen können. Und dass wir den Bedroher rausbekommen haben, ist auch gut. Sein Angriff sinkt. Und wir gehen auf den Close Combat. Ja, gut. All das, was ich wollte, hat geklappt. Da haben wir ihn. Den Commander Saturn. Aber was machen wir jetzt? Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird drei Pokémon fangen, die sich den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir vollkommen sein und ein neues Universum erschaffen. Was sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben? Momentane Teleportation oder was geht bei dem ab? Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Hallo Pokémon, wo bist du? Hallo! Ich muss jetzt zu allen Seen hinrennen? Okay. Darauf erstmal einen Schluck. Let's go! Zum See der Wahrheit. Dort gibt's nur Wahrheit. Oder so. Muss hier irgendwo sein. Aber fragt mich nicht wo. See der Wahrheit? Hallo!
See der Wahrheit. Ach, hier haben wir unsere Pokémon her. Ah, Dodo, gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter den legendären Pokémon her. Ach, nee. Du musst Lucia helfen. Wo ist denn die? Aua, au. Was ist mit diesem alten Knacker bloß los? Der hat mich verprügelt und zusammengeschlagen. Hilfe. Ich sollte nicht so hoch sprechen, das geht auf die Stimme. 6 Pokémon, okay. Aber Doppelkämpfe sind die besten Kämpfe. Lass uns mal gucken, was können wir ausrichten. Wir kriegen erstmal einen schönen Bedrohr auf beide, glaube ich, sogar raus. Ja, wir kriegen Bedrohr auf beide raus. Spielen uns schon mal in die Karten. Gehen auf den Sternschauer, der trifft nämlich schönerweise beide. Ja. Let's go. Wir gehen für den Flügelschlag. Okay. Wir hätten doch nicht für den Sternschauer gehen müssen. Levelaufstieg für beide sofort. Perfekt. Psychokinese. Natürlich, Psychokinese. Wir gehen für die Psychokinese. Perfekt. Psychokinese ist ja einfach quasi die stärkere Form von Konfusion. Es reicht trotzdem! Okay, die ersten beiden sind schon mal aus dem Weg geräumt. Skundpunkt. Und wer kommt noch? Sternschauer. Tiefschlag. Ach, was haben die denn heute mit ihren Tiefschlägen? Aua. Aber ich sehe nach dem Kampf hier ist auch schon Ende der Folge. Wow. Golbat und wer kommt noch? Bestimmt wieder noch so eine Katze. Noch so eine Katze! Das war's. Los, komm mit und die Katze raus. Die wurde zusammengeschlagen. Das ist ein kinderfreundliches Let's Play, wo die Katzen zusammenschlagen. Der Pups ja gleich mal kurz nach dem Kampf heilen. Dann geht's ja in der nächsten Folge weiter. Ja, perfekt. Neue Attacke. Dann sehen wir auch mal, wie sie aussieht. Ist doch ganz cool. Ist echt cool. Ich muss sagen, jetzt wo wir so schnell mit der Story vorankommen und wo ich die Karte auch endlich verstanden habe, ist das Spiel doch ein bisschen besser, als ich zwischendurch sagte. Ein bisschen. Wir haben immer noch sehr viel das gleiche Gegner gespammt. Ach, wisst ihr was? Einen Kampf schaffen wir noch. Wir heilen mal kurz Fopse. Und speichern noch mal ganz kurz. Wir machen einen Kampf noch. Einen Kampf geht noch. Let's go! Und nächstes Mal geht's dann zu Mars oder Jupiter. Einer von den beiden. Ich kann die einfach nicht auseinanderhalten. Die haben auch nur 4 Pokémon. Skunpapuffpunkding. Nennen wir uns Skunpingpunk. Nicht physisch angreifen. Das tut nämlich Aua. So, was machen wir Schönes?
So viel zum Thema nicht physisch angreifen. Einfach weil ich Lust drauf habe. Ich hätte jetzt keine Lust, den Schaden zu kassieren. Bitte sei nicht vergiftet. Oh, interesting. Wer hat damit wohl gerechnet? Ja, echt langweilig ist mittlerweile. Ich sollte nicht zu große Töne springen. Das bringt nur Unglück. Sag ich, das bringt nur Unglück! Jetzt kriegen wir selber mehr Damage. Wenn ich kein Fan war. Kriegen wir nicht? Okay, dann war die Runde vorhin einfach komplett umsonst. Egal. So, danke, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es dann gegen den nächsten Kommandanten sehr wahrscheinlich auch zum nächsten See noch geht. Wir haben heute wieder viel geschafft. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, meinetwegen kannst du den Tipp gerne.